Eine echte Premiere gab es am Mittwoch, den 7. November 2018, im Magdeburger Rathaus zu erleben. Nein, nicht die Blechbläser standen im Mittelpunkt. Und auch der Landespräventionstag, in dessen Rahmen sie für kurzweilige Unterhaltung sorgten, hat mit seiner immerhin 11. Auflage schon Tradition. Zum ersten Mal fand die Verleihung des Landespräventionspreises statt. Ausgelobt vom Landespräventionsrat Sachsen-Anhalt sollten damit Projekte honoriert werden, die sich auch mit dem Grundgedanken des Aktionstages auseinandersetzen: Gewalt im öffentlichen Raum zu verhindern und Zivilcourage zu fördern. Der Preis war mit 3.500 Euro dotiert, die sich auf die ersten Plätze verteilten. Bestimmt wurden diese durch eine fünfköpfige Jury. Den dritten Platz machte das Projekt Deine Helden, meine Träume des Theaters der Altmark Stendal. Grillt und es lauft mit, macht den Führerkurs zwischen den Liedern. Sieg heil, immer wir. Ich hatte davon eine Gänsehaut. Mein Name ist Dimitri Breuer. Ich bin 27 und Schauspieler am Theater der Altmark. Und das Projekt ist ein Klassenzimmerstück, das heißt Deine Helden, meine Träume. Und da spiele ich einen jungen Menschen, ungefähr meines Alters, der als Kind mal ziemlich einen Blödsinn gemacht hat und mit der rechten Szene in Kontakt war und da seinen besten Freund, der Ausländer- oder Migrationshintergrund hat, verprügeln lassen, so mehr oder weniger. Und mit dieser Schuld geht er um und das spiele ich in Klassenzimmern. Über die Themen des Schauspiels wird im Anschluss unter pädagogischer Aufsicht diskutiert. Angesprochen werden dabei vor allem lebensweltliche Themen der Jugendlichen. Platz 2 ging an das Projekt Film ab, Mut an des Friedenskreises Halle. Ich bin Mino Röber und ich koordiniere das Projekt Film ab, Mut an beim Friedenskreis Halle e.V. Wir wollen nicht nur für junge Menschen sozusagen Filme machen, sondern wir wollen junge Menschen selbst mit ins Boot holen und ihnen das Handwerkszeug vermitteln, damit sie über ihre Themen sprechen können und diese sich auch sozusagen online möglichst weit verbreiten. Eines der Kernthemen ist hier ebenfalls der Umgang mit Gewalt im öffentlichen Raum, besonders im Zusammenhang mit Fremdenfeindlichkeit. Der Gewinner des Landespräventionspreises kommt ebenfalls aus der Saalestadt, die Nightbirds. Hi, ich bin Juliane Kolbe. Ich bin mit hier bei den Nightbirds und wir gehen einmal im Monat nachts raus und verteilen Wasser, Kaffee und Tee an Menschen, die nachts einfach unterwegs sind. Dabei dienen sie auch als Ansprechpartner mit einem stets offenen Ohr. Ein bisschen Seelsorger und Konfliktlöser steckt also auch in ihrem freiwilligen Engagement. Dass sie dafür jetzt ausgezeichnet worden sind, überrascht die Hallenser. Eigentlich ist es sehr überraschend, weil man weiß ja am Ende nicht, welche anderen Projekte sich beworben haben. Man weiß nicht, was die so gemacht haben, was die Kriterien der Jury waren und so. Und deshalb sind wir hier hergefahren. Wir wussten, okay, es wird einen Preis geben, weil das ja in unserem Brief stand, den wir bekommen haben. Aber was uns erwartet hat, wissen wir nicht. Und ja, deshalb sind wir absolut positiv überrascht und super dankbar für die Wertschätzung und auch natürlich den Preis an sich. Und da die Nightbirds schon von einer Prämierung wussten, konnten sie die Zeit auf der Fahrt nach Magdeburg auch gleich sinnvoll nutzen. Wir haben vorhin überlegt, was wir, wenn diese Frage kommt, was wir so sagen würden. Also wir wollen einerseits uns ein bisschen modernisieren, der Wagen, mit dem wir fahren, weil wir über 200 Kilo Gewicht sozusagen transportieren müssen, wenn wir die ganzen Wasserflaschen und den Kaffee geladen haben, wollen wir da ein bisschen uns ausbauen sozusagen, ein bisschen größer einerseits und vielleicht mit einem Elektromotor, dass wir halt nicht mehr mit alles mit Manneskraft schieben müssen. Neben der Vergabe des Landespräventionspreises wartete der Landespräventionstag auch mit mehr Programm auf. In Vorträgen konnte man sich genauso informieren wie auf einem Markt der Möglichkeiten. Hier nutzten viele Vereine und Träger gewaltpräventiver Projekte die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Auch neben der gelungenen Premiere mit der Preisverleihung war der 11. Landespräventionstag also einen Besuch wert. Bestimmt auch wieder im nächsten Jahr.